Wenn du das siehst, dann renn schnell weg und hol Hilfe. Es gibt so viele verschiedene Tiere auf der Welt, dass niemand die genaue Anzahl aller existierenden Arten kennt. Manche von ihnen sind schön, andere sind hässlich. Jedoch kann der Schein trügen, denn die hässlichen können harmlos sein und die schönen tödlich. Oder auch nicht. Diese Raupe sieht zum Beispiel so aus, als hätte jemand versehentlich seine Perücke fallen lassen. Sie ist nicht sehr groß, aber dafür extrem haarig. Lass dich von der Haarpracht aber nicht täuschen, sie ist alles andere als flauschig. Denn wenn du die Haare angreifst, wird sie deine Haut durchdringen und dich stechen. Laut den Opfern soll der Schmerz unerträglich sein, halte dich von dieser Raupe also fern. Solltest du dennoch einmal gestochen werden, dann empfehlen es die Ärzte, den Bereich um den Stich zu waschen. Verwende Wasser und Seife, aber pass auf, dass du den Stich selbst nicht berührst, sonst würde sich das Gift nur schneller ausbreiten. Nach dem Waschen kannst du Eis zur Schmerzlinderung auflegen. Wenn der Schmerz nach 30 Minuten nicht verschwunden ist, dann suche sofort ein Krankenhaus auf. Wir finden das Maul dieser Raupe sowieso viel zu eklig, um es anzufassen. Und jetzt zeigen wir dir 12 andere Tiere, vor denen du so schnell wie möglich flüchten solltest, falls du ihnen jemals in der Wildnis begegnest. 12. Gelber Mittelmeerskorpion. Sein anderer Name, Todesjägerskorpion, sagt schon alles. Er ist der giftigste Skorpion von allen. Genau gesagt ist der gelbe Mittelmeerskorpion für 75% aller Todesfälle durch Skorpionstiche verantwortlich. Normalerweise kann er einen gesunden Erwachsenen nicht töten. Sie haben nur furchtbare Schmerzen, aber für Kinder ist sein Gift schnell tödlich. Wenn sie gestochen werden, haben sie Fieber, fallen ins Koma und können schlussendlich nicht mehr atmen, weil die Lunge mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wem das nicht schon genug angsteinflößend war, dann legen wir noch eins drauf. Diese Skorpione werden zu Kannibalen, wenn sie nichts anderes finden. Sie essen auch Schlangen, insofern sie im Kampf siegen. Nur wenn du sofort ins Krankenhaus gehst, überlebst du einen Stich dieser Skorpionenart. 11. Sandrasselotter. Hier kommt ein anderer Todesbringer. Die Sandrasselotter gilt als die mörderischste Schlange, da sie jährlich am meisten Menschen tötet. Auf eine schreckliche Weise ist ihre Art zu töten recht kurios. Sie spritzt ein Gift in das Blut ihrer Opfer. Dieses Gift führt zu unstillbaren Blutungen, sodass das Opfer verblutet. 10. Kegelschnecke. Diese Schnecke ist derart gefährlich, dass nur ein Tropfen ihres Giftes ausreicht, um das Leben von 20 Menschen zu beenden. Das Schlimmste ist aber, dass es kein Heilmittel oder Gegengift gibt. Wenn es dich sticht, gibt es keine Rettung mehr. Sie ist auch als die Zigarettenschnecke bekannt, weil ihr Gift in derselben Zeit tötet, die es braucht, um eine Zigarette zu rauchen. Hoffentlich rauchst du nicht und hast Zeit für andere, wichtigere Dinge. 9. Steinfisch. Das sieht doch wie ein Stein aus. Es gibt zwei Fakten, die du über diesen Fisch wissen musst. Erstens, verwechselst du es mit einem Stein und stehst darauf, dann vergiftet es dich und du verlierst dein Bein. Das ist übrigens noch das beste Szenario. Der Steinfisch ist sehr sparsam. Er injiziert nur so viel Gift, wie es proportional zum Gewicht, das auf ihn drückt, notwendig ist. Zweitens, der Steinfisch reagiert innerhalb von nur 0,15 Sekunden auf einen Gegenstand, der sich bewegt, ein anderer Fisch oder ein Bein, öffnet sein Maul und beißt zu. Es kann also leicht passieren, ein Bein zu verlieren. Pass also auf, worauf du im Meer stehst. 8. Afrikanisierte Honigbiene. Diese Biene ist ganz anders als alle anderen, da sie nur aufgrund eines Experiments entstanden ist. Ein Brasilianer hat versucht, eine neue Bienenrasse zu erschaffen und ließ sie aus Versehen frei. Diese Bienen sind aggressiver als normale Bienen, vielleicht weil sie wissen, dass sie genetisch manipuliert wurden und verfolgen ihre Opfer über lange Distanzen. Ihr Gift ist nicht gefährlicher als das gewöhnlicher, freundlicherer Bienen. Wenn du jedoch von einer Gruppe gestochen wirst, solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. 7. Brasilianische Wanderspinne. Weißt du, warum die giftigste Spinne auf der Welt brasilianische Wanderspinne genannt wird? Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie, anders wie ihre Artgenossen, oft an mit Menschen überfüllten Orten und bei Tag auftaucht. Man trifft sie in Häusern oder sogar in Autos.
wie Ron Weasley wohl auf diese Neuigkeit reagieren würde. 6. Schwarze Mamba. Du hast wohl schon von dieser Schlange gehört. Ihr Name ist ziemlich bekannt. Quentin Tarantino gab diesem Decknamen seinen Hauptcharakter in Kill Bill. Diese Schlange ist für ihre Aggressivität berüchtigt. Für gewöhnlich raten die Experten dazu, dich beim Zusammentreffen mit einer Schlange so langsam wie möglich zu entfernen. Ansonsten sieht sie dich nämlich als Gefahr und greift dich an. Doch genau das willst du um jeden Preis verhindern. Die schwarze Mamba ist da aber ganz anders. Sie greift dich auch ohne Provokation an. Manche glauben sogar, dass sie Freunde daran findet. Bekommt eine gebissene Person nach 30 bis 50 Minuten immer noch kein Gegengift, wird sie sterben. Das Gift blockiert das Nervensystem und lähmt das Opfer. 5. Goldbaumsteiger. Dieser Frosch sieht sehr schön aus, darüber lässt sich nicht streiten. Lass dich von seiner Schönheit aber nicht täuschen. Dieser Frosch muss sich nicht einmal beißen, um dich zu vergiften. Seine Haut ist mit Gift überzogen. Langsam hast du die Natur durchschaut. Leuchtende Farben sind meistens besonders gefährlich. Lass die Finger also von allem, was du in der Wildnis gerne anfassen würdest. Den Goldbaumsteiger mit einbegriffen. 4. Zetzefliege. Diese Fliege ist nicht giftig oder etwas in der Art. Trotzdem ist sie gefährlich. Ansonsten würde sie nicht auf dieser Liste stehen. Es reicht schon, dass sie Blut saugt wie ein Moskito, aber das Beste kommt noch. Sie kann die afrikanische Schlafkrankheit übertragen, an der jedes Jahr 250.000 Menschen sterben. 3. Blaugeringelter Oktopus. Dieser Oktopus ist winzig, aber wie du vielleicht schon erraten hast, sehr giftig. Er tötet sein Opfer auf eine grausame Weise. Er beißt sein Opfer und injiziert das Gift in das Blut. Anschließend ist das Opfer innerhalb weniger Minuten gelähmt, was auch bedeutet, dass es nicht mehr atmen kann. Der einzige Weg, diese Person zu retten, ist, sie für Stunden künstlich zu beatmen, bis die Wirkung des Giftes nachlässt. 2. Komodowaran. Diese Kerle sind richtig gute Jäger. Sie können für lange Zeit in einem Versteck auf ihre Beute lauern. Hat der Waran seine Beute entdeckt, jagt er sie, reißt ihr die Kehle auf und wartet, bis sie ausgeblutet ist. Man kann nur froh darüber sein, dass Komodowarane von Menschen bewohntes Gebiet meistens meiden und sie nicht oft Nahrung benötigen. 1. Würfelqualle. Das ist nach Malaria übertragene Stechmücken das absolut gefährlichste Tier der Erde. Das Quallengift tötet so schnell, dass man nichts mehr tun kann. Mach zu deiner Sicherheit um alle Quallen, die du im Meer oder Ozean siehst, einen weiten Bogen. Wir haben dir nur aus einem Grund nicht bei jedem einzelnen Tier gesagt, was du im Falle eines Angriffs tun kannst. Denn bei allen ist die einzige Möglichkeit zu überleben, sofort ins Krankenhaus zu gehen. Auch wenn du bei manchen Tierattacken denkst, dass sie harmlos sind, suche trotzdem einen Arzt auf. Besser auf Nummer sicher gehen. Teile dieses Video mit deinen Freunden, damit sie sich der Gefahr ebenfalls bewusst sind. Like dieses Video und klicke auf Abonnieren, um uns auf die Sonnenseite zu folgen.